Hier ist Mr. Lagiol und heute habe ich jetzt das erste Interview hier bei Lagiol Dubai. Wir werden heute mit Elodie sprechen, das ist die jetzige Inhaberin der Schmiede und ich freue mich auf das Interview. Wir werden ein bisschen sprechen über die Geschichte von Lagiol, über die Geschichte von Dubai, wie die Elodie das von ihrem Vater übernommen hat, wie der Vater entsprechend die Schmiede gegründet hat. Dann werden wir ein bisschen über allgemein über das LOG-Zeichen sprechen, das hier in Lagiol gegründet wurde, als Zeichen, dass die Messer made in France sind. Dann werden wir ein bisschen über die Zukunft von Dubai und über die Produkte sprechen. Ich bin schon sehr, sehr aufgeregt und gespannt, wie das Interview jetzt laufen wird. Und ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß. Ich bin hier in Lagiol gerade, in dem Geschäft von Lagiol Dubai und werde dann bestimmte Fragen stellen und die gleichen Fragen werde ich anderen weiteren 7 Schmieden stellen, so dass natürlich gespannt bin, ob alle Schmieden gleich antworten, gerade wenn es um die Vergangenheit von Lagiol geht und andere Sachen. Interessant ist, wie jede Schmiede entsprechend die Fragen oder beziehungsweise die Antworten dazu sieht. Ich freue mich drauf und jetzt haben wir hier die Elodie. Guten Tag, Elodie. Es freut mich sehr, dass wir jetzt hier ein Interview mit dir machen dürfen, dass du extra für uns gekommen bist. Und ja, fangen wir vielleicht direkt an mit der ersten Frage. Elodie, ich weiß, dass du die Schmiede von deinem Vater übernommen hast. Wie kam es dazu, dass dein Vater, der ursprünglich aus Portugal kommt, hier gerade in Lagiol sich selbstständig gemacht hat mit dieser Schmiede? Und gibt es besondere Begebenheiten, warum er gerade mit Lagiol begonnen hat? Und wie war es damals? Je suis ravie de vous accueillir à Lagiol, du coup, dans notre boutique. Pour vous parler de la coutellerie du Barry, mon papa a créé son entreprise en 1988, qui est aussi l'année de ma naissance. Il a d'abord créé son entreprise dans le vieux Lagiol, le faubourg, d'où le nom coutellerie du Barry. Aujourd'hui, nous nous trouvons à la zone artisanale La Poujade, qui est à l'extérieur de Lagiol, où nous avons notre atelier, notre boutique. Nous avons également une boutique dans le centre du village. Mon papa, du coup, est arrivé du Portugal dès son enfance. Il est arrivé à Aveyron et ensuite il s'est formé dans la coutellerie pour créer son entreprise. Oh, das ist aber sehr interessant. Ich stelle für euch dann natürlich die Antworten als Untertitel vor und übersetze es nicht immer sofort. Ich kann ja ohnehin ja nicht so gut Französisch, deswegen mache ich das mit dem Untertitel. Wie war die Entwicklung von Lagiol Dubai bis heute und wo steht Lagiol Dubai heute verglichen mit den anderen Schmieden? Alors la coutellerie de Barry, comme dit précédemment, a évolué car au début l'atelier se trouvait dans le vieux Lagiol, dans le faubourg, dans un petit atelier où il avait et l'atelier et la boutique. Aujourd'hui on s'est agrandi et nous trouvons à la zone artisanale, donc nous avons un plus grand atelier, une plus grande boutique où nous pouvons accueillir nos clients. Et donc moi j'ai repris l'entreprise maintenant il y a 3 ans et je travaille encore auprès de mon papa qui est toujours à l'atelier. Du bist aber von der Ursprung her, von der Ausbildung her, bist du ja kein Messerschmied, sondern hast etwas ganz anderes gemacht. Wie hast du dich entschieden, dann doch den Betrieb von deinem Vater zu übernehmen und ja heute als eine der wenigen Frauen natürlich an der Spitze einer Schmiede? Wie war das und warum hast du dich entschieden, deinen Vater hier abzulösen? Alors avant, j'étais éducatrice de jeunes enfants. Je travaillais en crèche. Mais j'ai toujours grandi dans la coutellerie hein, depuis mon enfance, vu que elle est née la même année que moi. Donc j'ai toujours travaillé auprès de mon papa durant les étés. Et puis il y a 4 ans de ça, j'ai décidé d'arrêter mon métier d'éducatrice de jeunes enfants pour m'investir dans la coutellerie et du coup reprendre cette coutellerie. Voilà. Lagiol Dubai befindet sich hier in unmittelbarer Nähe von Honoré Duron und Forst de Lagiol. Da sind wirklich praktisch ein paar Meter. Man kann es von hier sogar sehen. Wie kommst du mit diesen Schmieden zurecht? Gibt es ja nur Hass oder gibt es ja auch Zusammenarbeit? Spricht ihr miteinander? Wie ist so die Zusammenarbeit, eine mögliche Zusammenarbeit mit den anderen Schmieden? Alors effectivement, il y a de nombreux couteliers qui se trouvent à proximité. Nous ne sommes pas les seuls à fabriquer du Lagiol. Donc comme vous avez dit, il y a Honoré Durand, la Forge de Lagiol, mais il y en a aussi bien d'autres.
Je parlerai pas de concurrence, mais plutôt de confrères. Nous travaillons le même produit, mais d'une façon différente, et nous n'avons pas la même clientèle. Et nous n'avons pas forcément de relations ensemble, parce que nous sommes des entités différentes. Sie gehören zu den wenigen Frauen, die eine Messerschmiede leiten. Außer Ihnen ist mir nur noch bekannt die Schmiede Goyon-Chazot, die von der Magali geleitet wird. Da werden wir auch noch im Laufe dieser Woche ein Interview machen. Und früher war auch Claude Dosom von der Tochter Claudine Dosom geleitet worden. Das ist jetzt aber verkauft worden an einen Mann. Wie ist das so, als Frau eine Schmiede zu machen? Eigentlich ein reiner Männerberuf. Und was machst du anders als die anderen oder als die Männer vielleicht möglicherweise an der Spitze einer Schmiede? Dans les coutelleries, il y a très peu de femmes qui travaillent. Donc, comme vous avez dit, il y a Goyon-Chazot, c'est une femme qui dirige. Il y en a d'autres femmes, dont une à Espalion aussi, qui dirige une entreprise de coutellerie. En tant que femme, se faire sa place dans un monde de coutelier est pas évident, mais je pense qu'on y apporte notre touche féminine, notre sensibilité, qui peut faire grandir la coutellerie. Mm-hmm. Wir kommen jetzt ein bisschen zu der Geschichte von Lagiol. Und zwar haben hier einige Schmieden vor einiger Zeit ein Zeichen gegründet, ein LOG. Und das sollte ja so ein bisschen das Zeichen sein, dass die Schmieden hier aus Lagiol praktisch gekennzeichnet wird, als Konkurrenz zu China so ein bisschen. Wie stehen Sie zu LOG? Die gehören normalerweise nicht zu dieser Gründungsmitglieder. Wie steht Lagiol Dubarry dazu? Alors, pour le log, nous l'avons depuis le début, car nous travaillons avec la forge de Montézic, qui est Lagiol Création. Donc, nous avons, par le biais de cette forge, le log. Si nous décidions de faire forger nos pièces détachées sur tiers, nous n'aurions pas ce log. Donc, j'ai pas réellement d'avis dessus, parce que nous l'avons de par notre collaboration avec Montézic. Pour rajouter, le log n'est pas forcément connu de par notre clientèle, donc je ne sais pas si c'est un plus ou non de pouvoir l'avoir. Okay, und jetzt kommen wir mal zu einer Frage, die natürlich auch die anderen Schmiede bekommen. Es gibt immer wieder unterschiedliche Sichtweise zu der Geschichte von Lagiol, wie ein Lagiol-Messer entstanden ist. Und gerade diese Frage finde ich total spannend, dass jeweils die Schmieden dazu was sagen. Da bin ich gespannt jetzt, wie sieht Lagiol Dubarry die Geschichte von Lagiol, wie Lagiol entstanden ist? Le couteau Lagiol est un très vieux couteau, fabriqué dans les années 1800. J'ai pas forcément connaissance exacte de l'histoire du couteau Lagiol. Il y a des nombreux livres qui ont été créés à ce sujet-là, dont Le Maçon, qui est très intéressant. Et je conseillerais du coup aux personnes qui vous suivent de lire ce livre. Mmh. Okay. Und genauso wie in Deutschland gibt es natürlich auch hier in Frankreich Probleme mit dem Nachwuchs, gerade in dem handwerklichen Bereich. Und hier Lagiol ist natürlich ein sehr, sehr kleines Dorf. Wie sieht es hier aus mit dem Nachwuchs, was die Mitarbeiter betrifft, was die Messermacher betrifft? Gibt da auch Probleme oder sehen Sie da die Zukunft entspannt? Il est effectivement très difficile en ce moment de trouver la relève de nos couteliers. L'école pour se former en coutellerie se trouve à Thiers, donc Thiers qui est la plus grande ville coutelière en France. Elle est environ à 2h30 de route d'ici, donc effectivement nous prenons des apprentis, mais après pour trouver des personnes qui veulent travailler en coutellerie sur l'Aïeul est effectivement difficile du fait que nous sommes un petit village, il n'y a pas énormément de choses à faire sur l'Aïeul. Und jetzt kommen wir zu der Zukunft der Schmiede Lagiol Dubarry. Gibt es ja besondere Pläne für weitere neue Editionen, für neue Messerarten oder wie sieht dann Lagiol Dubarry die Zukunft aus? J'ai énormément de projets pour la coutellerie du Barry, des projets en tête, des choses qui vont sortir cette année 2023. Je suis en train de travailler avec un couteau avec une grande entreprise en France qui sortira, je l'espère, cet été. Mais voilà, tant que ce n'est pas sorti, je ne peux pas en parler. Et j'aimerais faire des collaborations, oui, trouver pour réaliser des collaborations si c'est possible. Ce sont mes projets actuellement. Mmh.
Okay. Und soweit ich weiß, werden ungefähr 80% der Lagiol-Messer in China und Pakistan hergestellt. Wie siehst du dann dieser Umstand? Wie kann man sich da besser positionieren gegen diese Übermacht aus China und Pakistan? Effectivement, nous avons beaucoup de copies, donc on ne peut même pas parler de copies, ce sont des couteaux fabriqués en Chine. Malheureusement, le couteau Lagiol n'a pas été déposé, donc tout le monde peut en fabriquer. J'apprécie pas forcément ces couteaux-là, car la fabrication est très mauvaise. C'est vrai que c'est quelque chose pour lequel nous nous battons ici, les couteliers, hein, que ce soit à Lagiol ou à Thiers, nous nous battons contre cette production chinoise et pakistanaise. Mais je pense qu'aujourd'hui, nos clients font de plus attention à ce qu'ils achètent. Ils préfèrent mettre un prix un petit peu plus élevé et acheter de la qualité et de l'artisanat français. Ok. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu den Produkten von Lagiol Dubari. Die wunderschönen Bienen, so zum Beispiel diese sehr kunstvollen, wie wir auch so ein Programm haben, zum Beispiel der Skorpion, der wird ja von Céline hergestellt. Céline ist ja die Ehefrau von Jean-Michel Cairo. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und gibt es dann noch weitere Zusammenarbeiten mit anderen Künstlern? Alors effectivement, nous faisons appel à Céline Vigier, donc qui est la compagne de Jean-Michel Cairon, qui est le meilleur ouvrier de France, qui est implanté sur Lagiol. Mon papa travaille avec Céline depuis très longtemps maintenant. Donc quand j'ai repris l'entreprise, j'ai continué à travailler avec Céline, car elle fait un magnifique travail. Donc elle nous fait donc tout ce qui est les abeilles personnalisées. Car nous ne sommes pas équipés ni formés pour réaliser cela. Et puis elle le fait magnifiquement bien. Donc je continuerai à travailler avec elle pour ça. Pour le reste, nous faisons tout nous-mêmes. Donc à part ce que je vous expliquais, la forge, nous ne sommes pas forgerons, nous faisons faire des pièces détachées à Montézic. Okay, und viele Kunden fragen uns natürlich, warum benutzen so gut wie alle Lagiol-Schmieden den Stahl 12C27 oder 14C28 der Schmiede Sandvik aus Schweden? Warum benutzt man nicht auch andere Stahlarten, die teilweise sogar noch etwas besser sind als diese von Sandvik? Wie kommt es dazu, dass ausschließlich gerade auch Lagiol Dubari nur diese Stahlarten benutzt? Nous fournissons donc les pièces détachées en Montézic, donc nous prenons ce qu'ils nous proposent. Aujourd'hui, donc la forge nous propose ces aciers-là et pas d'autres. Donc je pense que là, il faut du coup se rapprocher de Lagiol en Aubrac pour avoir peut-être des explications à cela. Ah, das ist aber sehr interessant. Ich denke, das ist jetzt auch klar für die meisten Zuschauer, die sich gefragt haben. Der Damaststahl, das Lagiol Dubari benutzt, das ist ein Carbon-Damaststahl. Viele andere Schmieden benutzen andere Stähle. Woher kommt dieser Damaststahl, das du hier in diesen Messer benutzt? Und warum benutzt du nicht noch andere Damaststähle? Pour l'acier Damas, nous nous fournissons donc à Eurotechnic. Eurotechnic est une très grande entreprise à Thiers. Nous achetons donc des barres qui sont brutes, que nous devons du coup travailler pour pouvoir faire la révélation de nos damas. Nous prenons actuellement des barreaux de carbone, car c'est l'acier qu'on sait mieux travailler pour le damas. So, das war jetzt eigentlich die meisten Fragen jetzt abgearbeitet. Eine letzte Frage natürlich noch. Lagiol Dubari und World of Innovation, also original Lagiol.de, die arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen, sehr erfolgreich. Und wir sind auch die Einzigen, die exklusiv Lagiol Dubari in Deutschland vertreiben dürfen. Möchtest du vielleicht noch zum Schluss einige Worte zu unserer Zusammenarbeit sagen? Quand j'ai repris l'entreprise, donc vous travailliez déjà avec mon papa, donc j'ai repris la collaboration que nous avions, enfin que vous aviez avec mon papa, et je suis ravie de continuer cette collaboration et de pouvoir fabriquer des couteaux pour vous. Vous m'amenez à réaliser des choses nouvelles parce que vous me demandez des nouvelles choses, des nouveaux couteaux, des nouveaux produits, et j'espère que ça va durer encore des années. Merci. Vielen Dank. Dankeschön auch fürs Interview und bis demnächst. Merci beaucoup.